Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Format hier auf Bullshit TV. Yeah. Best of eBay Kleinanzeigen. Genau. Ja, wir haben es ja schon öfters mal bei Flirtfails angesprochen. Ja. Wir haben immer mehr Verläufe bekommen von Kleinanzeigen, dass wir irgendwann gesagt haben, hey, das passt hier eigentlich gar nicht rein in Flirtfails. Ja. Wir machen ein eigenes Format draus. Ihr habt auch gefordert. Alle haben geschrieben, mach das, mach das, mach das, mach das. So sieht's aus. Und jetzt haben wir es gemacht. Jetzt machen wir's. Jetzt haben wir es gemacht. Jetzt machen wir es einfach. So schnell geht das. Ganz spontan. Wahnsinn. Mal kein Problem. Interaktiv. Jawohl. Ihr entscheidet mit. Und jetzt haben wir genug erzählt, genug gelabert. Jetzt geht das endlich los. Jetzt geht's endlich los. Also ich würde gerne anfangen und ich habe keinen Verlauf, kein Verkaufsgespräch, sondern eine Artikelbeschreibung. Oh, okay. Und zwar verkauft jemand diese, ja, alle haben sie Hoverboards genannt, die eine Zeit lang richtig in waren. Ja, hatte ich auch. Genau. Obwohl, die IO-Hawks oder so. Die IO-Hawks. Das waren die Originalen, glaube ich. Genau. Und dann kam... Weil Hoverboard ist ja eigentlich aus Zurück in die Zukunft. Eigentlich schon, ja. Er hat aber eine eigene Schreibweise für diesen Begriff Hoverboard. Okay. Und die hat mich sehr beeindruckt. Und zwar schreibt er Hoverboard. Boah, ein Hoverboard. Also, das Hoverboard. 200 Euro Verhandlungsbasis. Hm, ja. Und die Artikelbeschreibung ist auch super. Und zwar schreibt er, hi, ich verkaufe einen Hoverboard. Es würde im März, mit E, ja. Es würde im März gekauft, hat Gebrauchsspuren, aber funktioniert einwandfrei. Es hat Bluetooth, aber Bluetooth, B-L-U-T-T-U-P. Bluetooth. Ey, aber warte, wieso hat das Bluetooth? Wozu? Weiß ich nicht. Ich glaube, du kannst Songs dann darüber abspielen. Boah, oh Gott, wie schrecklich, Alter. Ja. So beim Rumfahren. Es hat Bluetooth, Internetanschluss und... Was? Das Geilste ist... Internetanschluss? Das Geilste kommt jetzt. LED-Beleuchtung. Aber guck bitte, wie er LED-Beleuchtung schreibt. Boah, nein. LED-Beleuchtung. Die Farbe ist weiß. Ich freue mich auf Angebote. Also, boah, LED-Beleuchtung. Ich glaube, er hat da ein komplett neues Produkt entwickelt. Das ist krass. Das Hoverboard. Mit ja? Internetanschluss. Und LED-Beleuchtung. Ich muss sagen, LED-Beleuchtung ist jetzt schon, egal was kommt, der Lieblingsbegriff aus dieser Folge. Ich finde, das sind 200 Euro noch fast zu wenig. Ne? Also, da muss er eigentlich, kann er eigentlich 500 von ihm locker. Übrigens, Fun Fact, weißt du, wie teuer die Dinger waren, als die neu rauskamen? Ja, irgendwie. Also IO-Hawks, ich habe mir das bestellt und ich habe da scheiß viel Geld für ausgegeben. Ja, die waren richtig teuer. Und dann dachte, ich fand das so geil, ich habe das gesehen bei Justin Bieber oder so und die gab es in Deutschland noch gar nicht. Stimmt. Und ich dachte so, boah, das muss ich haben. Und ich habe da einen Haufen Geld für ausgegeben. Und dann kostet zwei Monate später haben die 100 Euro gekostet. Und zwei Monate später hat das jeder für 100 Euro irgendwo bei Aldi um die Ecke gekauft. Und das war mit der größte Fehlkauf meines ganzen Lebens. Wirklich. Ja, aber jetzt gibt es eben die 2.0-Generation, das Hoverboard. Ich hatte sowas nicht. Ich hatte keine LED-Beleuchtung. Nee, oder auch Internet. Nicht. Also, da sollte man auf jeden Fall wieder zuschlagen. Jawohl. So, dann jetzt meine erste Anzeige. Ja. Geht in eine ähnliche Richtung wie deine. Also ist jetzt auch kein Gesprächsverlauf, sondern einfach ein Produkt, was hier verkauft wird. Ein und, Produkt, okay. Auch eine sehr, sehr schöne Beschreibung. Okay. Der Titel lautet, verkaufe mein Hähner. Mein Hähner? Er meint seinen Hahn. Sein Hahn? Ja, sein Hähner. Boah. 50 Euro Verhandlungsbasis, guter Preis auf jeden Fall schon mal. Und jetzt der Text dazu. Hallo, ich verkaufe leider schweren Terzens, und das hat er so geschrieben, weil ich in neue Wohnung keinen Garten habe. Er ist fast 2 Jahre alt. Und meistens sehr lieb. Meistens. Nicht immer, aber meistens. Und jetzt aber noch ein kleiner Haken bei der Sache. Leider ist er morgen sehr laut. Und er leckt auch keine Eier. Also entweder, ich weiß nicht, ob es ein Tippfehler ist, oder ob er in die Zukunft gucken kann und jetzt schon weiß, dass er morgen sehr laut ist. Und ob er, ich hoffe, er meint, er legt keine Eier und nicht er leckt keine Eier. Ja, ja. Weil das ist ja nicht die Aufgabe von einem Hähner, oder? Nicht wirklich. Komisch, alle anderen Hähner legen ja Eier, ne? Eigentlich. Das ist ja ganz, ganz merkwürdig. Bestimmt verkauft er das, weil er sich den Hahn gekauft hat und dann gemerkt hat, der legt keine Eier. Der ist kaputt. Umtauschen kann ich ihn jetzt auch nicht. Ja gut, dann. Und der ist auch noch laut. Richtig scheiße. Scheiße. Der war bestimmt richtig enttäuscht davon. Der hat aufgehört aufzunehmen. Ernsthaft? Nein. Ich wusste das. So, jetzt wird uns hier ein Video vor die Nase geschoben und das hat einen Grund. Wir sind nämlich morgen zu Gast in der eBay Kleinanzeigen WG und dafür gibt es jetzt schon mal einen kleinen Teaser. Zieht euch das Video auf jeden Fall rein. Link zum Channel und auch zum Video, was dann morgen zu sehen sein wird, in der Beschreibung. Viel Spaß. Ich bin in der 8. Klasse in dieselbe Schule gewechselt. Gelacht haben wir alle viel. Die fahren gegenüber mich. Verpfiffen. Hör auf hier rumzurotzen, das ist kein Spaß. Das ist doch die Gelegenheit, es ihnen mal so richtig heimzuzahlen. Du meinst einen Racheplan. Au! Malte, alles okay? Malte? Mülte? Hey, Leute, ich habe mir geschworen, wenn ich dich noch einmal in die Finger krieg. Okay, ich habe jetzt hier ein richtiges Highlight. Okay. Ja, ich konnte nicht mehr, als ich das gesehen habe. Hm. Und zwar ist das jetzt ein Verkaufsgespräch. Ja. Und da verkauft jemand einen Audi Q7, also ein Auto. Hm, ja. Ja? Okay. Und der möchte davon noch knapp 17.000 Euro haben. Jetzt kommt jemand, der bietet ein Tauschgeschäft an. Okay, ja. Da denkst du ja, Tauschgeschäft, okay, da bin ich mal gespannt, was der jetzt anbietet. Das muss ja was Gleichwertiges sein. Ja, natürlich, ne? Klar. Und er schreibt, tauschen Sie auch gegen einen Rasentrecker.
kann bei mir abgeholt werden. Boah, echt? Ja. Okay. So, und dann schreibt der Verkäufer: Sehr geehrte Damen und Herren, wenn ich das richtig verstehe, wollen Sie einen Rasentrecker gegen ein 16.999 Euro teures Auto tauschen und wir sollen den Trecker auch noch abholen? Ja. Mit freundlichen Grüßen, ne? Boah, ja, ja. Und dann schreibt der andere einfach: Ja. Boah, das liebe ich. Das ist auch wie bei Kleinanzeigen immer so geil. Und dann, dieses Stumpfe. Ja, und jetzt schreibt der andere in Bezug auf den Rasentrecker, ist der aus Gold? Ja. Weil das wäre das Einzige, was das rechtfertigen würde. Wahrscheinlich, ja. Und jetzt die geilste Antwort auf diese Frage. Ja. Nein, der ist rot. Boah, so enttrocken und ernst einfach. So, der checkt gar nicht die Ironie bei der Sache. Ich konnte nicht mehr. Boah, das ist geil. Highlight. Was ist ein Rasentrecker? Ja, wahrscheinlich so ein Rasen. So ein kleiner Rasenmäher, wo du... Auf dem du fahren kannst, ja, genau. Okay, ich habe hier wieder einen Dialog. Verkauft wird ein Philips-Fernseher und der Interessent, der schreibt: Hallo, ich komme für 100. Schreibt der Verkäufer: Sorry, das ist mir viel zu wenig. Der Fernseher ist in einem sehr, sehr guten Zustand. Da musst du schon mehr bieten. Mhm. Ne? Ja, klar. Der Verkäufer: Okay, was ist deine Tiefpunkt? Also er will wahrscheinlich wissen, so, ne? Was ist deine Schmerzgrenze, wie weit gehst du runter? Ja. Und der Verkäufer, der nimmt das aber sehr wörtlich und antwortet ganz dramatisch: Als meine Frau mich verlassen hat und die Kinder mitgenommen hat. Also er hat einfach ganz ehrlich auf die Frage geantwortet. Ey, vielleicht hat er sich gedacht, boah, endlich fragt mich mal jemand, wie was es mir dein, geht. Was war dein Tiefpunkt im Leben? Im Leben. Boah. Und das Geilste daran ist aber, dass der Interessent dann schreibt: Scheiße. Noch so voll mitgenommen davon. Wahrscheinlich hat er danach nie wieder geantwortet. Nee, boah, das hat so endlich. Das war dann so ein Lowpoint in dem Gespräch, dass beide gesagt haben, wir lassen das. So, boah, wir gehen getrennte Wege. Beide so, behalt den Fernseher, du hast es nötiger als ich. So, guck lieber ein bisschen Fernsehen. Was ein Tiefpunkt. Also passt immer drauf auf, wie ihr formuliert. Ja, wirklich. Ja? Frag nicht nach Tiefpunkten auf eBay Kleinanzeigen. So, als nächstes gibt es eine ganz besondere Aktion, die wir gerne in jede Folge einbauen würden. Und zwar haben wir uns gedacht, bei Kleinanzeigen passieren so viele lustige Dinge. Ja. Wir stellen selber Sachen online auf eBay Kleinanzeigen und hauen jetzt in jeder Folge was Cooles raus, was dann auf eBay Kleinanzeigen erworben werden kann. Genau. Und das Coole an der Sache ist, das Geld, was da reinkommt, das spenden wir. Wir packen den Link dann immer in die Beschreibung. Genau. Und wer drauf Bock hat, kann zuschlagen, kann uns anschreiben. Vielleicht kommen da ja auch lustige Verläufe zustande. Es wird auf jeden Fall dann immer komplett zu 100% für einen guten Zweck gespendet. Genau. Und wir haben vielleicht auch lustige Interaktionen mit euch auf den Plattformen. Und diesmal haben wir überlegt, was können wir raushauen. Ja. Und da hat Chris gesagt, er will in der ersten Folge was raushauen von sich. Chris! Yes, da bin ich. Jetzt da bist du. So. Ich hab schon gelauscht ein bisschen. Du hast schon gelauscht? Ja, ich habe auch das Überding am Start. Das Überding am Start? Ja, aus meiner privaten Kollektion. Aus der privaten Kollektion. Was haben wir denn da? Oh! Ey Leute, das ohne Scheiß, das müsst ihr Chris wirklich hoch anrechnen. Also. Das ist sein Mini-NES, das allererste Nintendo. Zeig mal. Er ist süchtig nach diesem Ding. Also jedes Mal, wenn ich bei ihm bin, ist er am Zocken, die ganz alten Mario-Dinger. Ja, lass mal was für anderes so verlosen. Hä, wo ist es? Das ist weg. Hä? Das haut er raus. Da sind 30 Spiele vorinstalliert. Ich glaube, neu kostet das irgendwie 100 Euro, 200 Euro? Irgendwie so. Ja, also ist gar nicht so günstig. Packen wir rein und für einen guten Zweck könnt ihr euch das Ding besorgen. Genau. Also, wir hoffen, diese Aktion gefällt euch. Wie gesagt, alles für einen guten Zweck und ihr werdet dann auch immer sehen, dass das Geld auf jeden Fall auch safe rausgegangen ist. Und jetzt geht's weiter mit den Verläufen. Ich habe jetzt nur einen ganz kurzen. Okay. Ja, ich bin ja für die kurzen bekannt. Auch hier? Auch hier in dem Format habe ich die kurzen am Start. Ist wieder eine super Produktbeschreibung und es geht eigentlich nur um zwei Schreibweisen. Mhm. Und zwar verkauft der Kollege eine Powerbank. Boah, nein, ich ahne jetzt schon ganz, ganz schlimm. Ich buchstabiere jetzt mal, wie er Powerbank schreibt. Und zwar... P-A-U-E-R. Boah, das wusste ich. Leerzeichen B-E-N-G. Powerbank. Powerbank. Das ist die Powerbank. Das hat ja wie aus so einer Dauerwerbesendung, so Sill It Bang oder so, weißt du? Diese Powerbank. Powerbank. Der Nachfolger von Sill It Bang. Ja, und es geht einbahn frei. Was? Es geht einbahn frei. Also es funktioniert, er meint wahrscheinlich einwandfrei. Einwandfrei. Ja, es geht einbahnfrei. Einbahnfrei, ja. Oh Gott. Boah, einbahnfrei ist richtig schlimm. Ja. Und mit der Powerbank kann man vielleicht auch das Hoverboard aufladen. Wahrscheinlich, boah, yo, genius. Mit Bluetooth. Kann man zusammenkaufen. Ja, perfekt. Mit dem Hoverboard darfst du aber nicht in eine Einwandstraße fahren. Natürlich nicht. Okay, ich habe hier auch wieder eine Anzeige. Es geht auch um ein Auto. Und zwar um ein Lamborghini Aventador. Oh. 250.000 Euro steht hier drin. Also derjenige sucht ein Auto. Achso, der verkauft den nicht. Er möchte einen haben. Okay. So. Und er schreibt: Suche Aventador-Besitzer, der bereit ist, sein Fahrzeug gegen alles, was ich besitze, zu tauschen. Gegen
alles. Farbe und Baujahr sind egal. Und jetzt zählt er ein paar Sachen auf. Ich besitze eine PS4, New 2DS XL, das ist dieser Nintendo Game Boy, glaube ich. Eine Wii DSi XL, kenne ich jetzt gerade nicht. Ein Kisby RS Roller von 2013. Ein VW Passat B8 und eine Doppelhaushälfte. Freue mich auf Angebote. Boah, der muss wirklich Lamborghini-Fan sein. Also Lamborghini scheint ihm echt wichtig zu sein. Aber ich stelle mir jetzt gerade vor, die kommen wirklich überein und dann treffen die sich für diesen Tausch. Dann steht er vor seiner Doppelhaushälfte mit dem Nintendo und was war noch dabei? Gameboy? Gameboy-Konsole, der Roller. Und dann tauschen die das einfach so aus und dann nimmt der neue Besitzer... Fährt so mit dem Lamborghini dann so weg. Ja, und der andere geht mit den Sachen in sein neues Haus rein. Spielt so Gameboy und so. Ist so endglücklich darüber auch. Boah, aber der Deal meines Lebens. Und geht einfach so in dieses Haus rein. Der also fährt, muss er nackt dann mit dem Lamborghini wegfahren. Eigentlich schon. Ist aber auch entglücklich darüber dann bestimmt. Also, ich habe jetzt das nächste Gespräch. Es geht um einen Kunstleder-Bürostuhl. Der steht für 20 Euro drin. Das ist wichtig. Also der Verkäufer bietet den für 20 Euro an. Okay. So, jetzt kommt jemand und schreibt, moin, ich würde den Stuhl für 20 Euro nehmen. Ja. Also ja, perfekt. Besser geht's eigentlich gar nicht. Deal durch, ja. Jetzt schreibt aber der Verkäufer, das ist mir zu wenig. Was? Ja, und dann der andere. Was? Aber der Stuhl steht doch mit 20 Euro Festpreis in der Anzeige. Ja, eben. Und dann schreibt der Verkäufer, ja, aber die Anzeige ist doch schon seit über einem Monat online. Da ändern sich die Preise nämlich. Boah, was? Ja, pass auf. Ja, aber doch nach unten in der Regel dann, wenn nach einem Monat keiner den genau, das heißt ja eigentlich, dass er nicht so, nicht so interessant ist. Der ist schon nicht teurer. Jetzt schreibt der Interessent, was ist das denn für eine Logik? Aus welchem Grund sollte der Stuhl denn jetzt plötzlich teurer sein als vor einem Monat? Ja. Und jetzt beantwortet der Verkäufer die Frage mit einem Wort. Ja? Okay. Inflation. Boah! Was? Inflation! Was? Inflation! Was? Ja, alles wird teurer in einem Monat. Boah. Fand ich auch geil. Wenn man noch so 2 Jahre wartet, kostet der Stuhl so 300 Euro ja, wirklich. Oder so irgendwann. Ist so einfach Sachen jetzt reinstellen. Und immer teurer werden. Und dann 10 Jahre warten, dann kannst du das 1000-fache verkaufen. Inflation. Okay, meine letzte Anzeige für heute, ja. Da ist jemand, der bietet eine Dienstleistung an. Okay. So, und die hat mir einfach so gut gefallen, weil das ist jemand, der will wirklich hustlen für sein Geld. Mhm. Weißt du, der ist auch richtig bereit, der gibt Gas und der schreibt hier Folgendes. Überschrift, alles machen. Alles machen. Okay. Preis, Verhandlungsbasis, alles machen. Okay. Und dann schreibt der folgenden Text dazu. Hallo, ich kann eigentlich alles machen. Vielleicht nicht immer perfekt, aber ich gebe stets die größte Mühe, versprochen. Sagen Sie einfach eine Aufgabe, ich komme sofort und mache. Ein Anruf reicht. Boah, krass. Das fand ich super geil. Er gibt zu, dass er es nicht krass kann, so. Vieles vielleicht auch gar nicht. Er kann alles ein bisschen. Aber er versucht so, er gibt sich Mühe. So nach dem Motto so, ey. Alles machen. Ich gebe mein Bestes, so ich mache alles. Weil das ist ja eigentlich die einzige Telefonnummer, die man dann braucht, ne? Eigentlich schon. Kannst ihn immer anrufen. Schon, boah, jemand macht das. Er macht den so zu seinem Hausmeister oder so. Ruft den immer an. Ja, ich brauch mal gerade das. Er kriegt so nie was hin, aber kostet dafür auch richtig wenig. Ja, ich habe einen Wasserschaden, komm mal kurz rum. Macht das so noch schlimmer. Ja, kannst du Mathe-Nachhilfe machen mit meinem Sohn einmal kurz? Du kannst ja, klar, ich mach alles. Ich mach alles. So, das war auch schon die erste Folge Best auf eBay Kleinanzeigen. Hammer. Ich hoffe, es hat euch gefallen, genauso gut wie uns. Ich feiere es auf jeden Fall. Und an dieser Stelle auch nochmal der Aufruf, schickt uns bitte weiter so geile Verläufe. Ja, die kommen alle aus der Community. Mega lustige Sachen schon dabei. Dieses Niveau müssen wir aufrechterhalten. Also schickt uns alles, was ihr habt. Alle lustigen Anzeigen, alle lustigen Dialoge. Her damit. Einfach alles. Und ja, dann würde ich sagen, lasst einen Daumen hoch da. Lasst ein Abo da. Lasst eine Glocke da. Alles da lassen. Alles und, da lassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Klickt auf die Anzeige und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.